Max. Max und Ruby. Ruby und Max. Max und Ruby. Ruby und ihr kleiner Bruder Max. Schon darauf, ein Schmuckstück mit meinem neuen Schmuckbastelset für schmucke Häschen zu machen. Ja, ich hab's. Ich mache eine schöne Brosche für Omi. Omi hat mir das Schmuckbastelset geschenkt. Und mit der Brosche kann ich ihr Dankeschön dafür sagen. Um Schmuck zu machen, braucht man sehr viel Zeit und Geduld, Max. Ich glaube nicht, dass dir das Spaß macht. Aber ich weiß etwas, das dir bestimmt Spaß macht. Da ist es. Tada! Der Magnetexperimentierkasten für kleine Wissenschaftler, den du von Omi hast. Magneten sind etwas ganz Tolles. Sie ziehen Dinge aus Metall an. Wenn du mit ihnen herumexperimentierst, findest du heraus, was es damit auf sich hat. Das machen richtige Wissenschaftler auch so. Hier. Wenn du diesen Laborkittel anziehst, siehst du selbst aus wie ein richtiger Wissenschaftler. Und während ich meine Brosche für Omi mache, kannst du lustige Experimente mit deinen Magneten machen. In Ordnung, Wissenschaftler Max? Viel Spaß! Magnet! Hier ist die Bastelanleitung. Erstens, eine Metallform für die Brosche auswählen. Zweitens, die Perlen zum Schmücken aussuchen. Drittens, die Perlen auf die Brosche aufkleben. Viertens, die Metallschließe auf die Rückseite der Brosche kleben. Das kriege ich hin. Oh, da sind ja so viele verschiedene Formen zur Auswahl. Und die Frage ist, welche davon würde Omi am besten gefallen? Magnet. Ich muss eine Form aussuchen, die genau zu Omi passt. Sie mag Blätter. Aber sie liebt sie nicht. Ein Teddybär? Nein, eher nicht. Magnet. Ja, dein Magnet hat die Metallteile meines Bastelsets angezogen. Danke, Max. Oh, Omi wird bald da sein und ich habe immer noch keine passende Form für ihre Brosche gefunden. Oh, ein Gänseblümchen. Das ist eine von Omis Lieblingsblumen. Jetzt suche ich mir noch schöne Perlen aus, die ich da drauf klebe. Gänseblümchen haben weiße Blütenblätter und eine hübsche gelbe Mitte. Hoffentlich habe ich auch genug Perlen. Magnet. Magnet. So, mit den weißen Perlen bin ich fast bis zur Hälfte fertig. Und diese hübsche gelbe Perle muss warten. Die klebe ich als letzte in die Mitte. Dann sieht es genauso aus wie ein echtes Gänseblümchen.
Oh, da sind noch zwei. Puh, das ist die letzte. Oh nein, wo ist denn die große, hübsche, gelbe Perle für die Mitte? Sie muss hier doch irgendwo sein. Max, das ist wirklich ernst, verstehst du? Ich habe meine gelbe Perle verloren. Oh! Magnet! Puh, haben wir ein Glück gehabt. Omi wird gleich kommen und ich bin mit ihrer Brosche so gut wie fertig. Aber die Arbeit ist sehr schwierig, also Schluss mit dem Magneten, in Ordnung? Fertig. Ich weiß was. Ich stecke sie mir an. Und wenn Omi die Brosche bemerkt, dann schenke ich sie ihr. Oh, sie muss jeden Moment kommen. Da ist sie ja schon. Ah. Die Brosche. Was machst du denn da? Was für ein Glück. Du hast sie gefunden. Magnet. Ich glaube, der Kleber war noch nicht trocken. Hallo, Omi. Hallo, Ruby. Und hallo, Wissenschaftler Max. Oh, woher hast du denn diese wunderschöne Brosche? Die habe ich gemacht für dich. Oh, Ruby. Weißt du, dass Gänseblümchen zu meinen Lieblingsblumen gehören? Die Brosche ist zauberhaft. Aha. Ich hätte sie beinahe verloren, aber Max hat sie wiedergefunden. Er hat dafür seinen Hubschrauber benutzt und seine fantastischen Magneten. Ruby und der plappernde Papagei. Ich glaube, Pandora gefällt es hier am Fenster. Ich weiß, dass sie bei euch in guten Händen ist. Ich komme dann nachher, um sie wieder abzuholen. Sag Rosalinda auf Wiedersehen. Ich wünschte, mein Liebling würde sprechen, aber sie hat es noch nicht gelernt. Na ja, sie ist trotzdem sehr lustig. Tschüss, Pandora. Tschüss, Max. Tschüss, Ruby. Ja, bis nachher. Mir ist gerade eine tolle Idee gekommen. Wir empfangen Rosalinda mit einer Überraschung. Überraschung? Rosalinda wünscht sich doch, dass Pandora spricht. Wie wäre es denn, wenn wir es ihr beibringen? Überraschung. Ich nehme dieses Buch zu Hilfe und bringe ihr bei, etwas zu sagen, bis Rosalinda sie abholen kommt. Überraschung. Also mal sehen. Wenn du mit deinem Papagei sprichst, sprich immer in einem heiteren, freundlichen Ton. Das werde ich machen. Weißt du was, Pandora? Ich bringe dir jetzt bei zu sagen, Hallo Rosalinda. Das macht dir bestimmt Spaß. Überraschung. Meinst du, du kannst lernen, das zu sagen? Hallo, Rosalinda. Das wäre doch wundervoll, nicht? Überraschung. Das war eine tolle Überraschung, Max. Aber das ist nicht die Art Überraschung, an die ich gedacht habe. In dem Buch steht, dass Papageien eine ruhige und friedliche Umgebung mögen. Verstehst du das, Max? Danke. So, mal sehen, was ich noch wissen muss, um dir das Sprechen beizubringen. Überraschung. In dem Buch steht, Papageien brauchen Gesellschaft und Aufmerksamkeit und sie mögen auch gerne Spielzeug. Also, ich kann dir eine Menge Aufmerksamkeit geben. In Ordnung? Hallo, Pandora. Dann fehlt dir jetzt nur noch etwas Spielzeug.
Überraschung! Oh! Das war auch wieder eine tolle Überraschung, Max. Jetzt brauche ich nur noch das richtige Spielzeug, mit dem sich Pandora beschäftigen kann. Deine Hüpfküken, Max! Ich bin ganz sicher, dass sie die lustig findet. Ja, sie mag sie. Möglicherweise hat sie jetzt mehr Lust zu sprechen. So, sag jetzt mal Hallo, Rosalinda. Sag Hallo, Rosalinda. Ich zieh besser noch mal das Buch zu Rate. Überraschung. Wenn du deinem Papagei das Sprechen beibringst, fange mit einem Wort oder einem einfachen Satz an und wiederhole es immer wieder. Ich denke, Hallo, Rosalinda ist ein einfacher Satz. Findest du nicht, Pandora? Hallo, Rosalinda. Hallo, Rosalinda. Hallo, Rosalinda. Hast du keine Lust, auch nur ein Wort zu sprechen? Überraschung! Ja, das war auch eine schöne Überraschung, Max. Aber ich arbeite gerade an einer viel besseren Überraschung. Also, lass uns weitermachen. Danke, Max. Hallo, Rosalinda. Ich glaube, ich sehe noch mal in dem Buch nach. Überraschung. Papageien machen gerne Töne nach. Wenn dein Papagei nicht spricht, probier es mit einfacheren Tönen, zum Beispiel mit Pfeifen. Kannst du pfeifen, Pandora? Hör mal zu. Probier du es mal. Überraschung. Max, ich versuche Pandora das Pfeifen beizubringen. Und da stört der Froschkönig mit seinem... Ribbit, Ribbit! Pandora, du hast wie ein Frosch gequakt. Ribbit, 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 Ribbit! Also wenn du das kannst, dann kannst du bestimmt auch lernen zu sprechen. Sag Hallo, Rosalinda. Hallo, Rosalinda. Ribbit! Oh, möchtest du Rosalinda nicht mit einer schönen Überraschung empfangen? Überraschung. Ich bin sicher, dass du es kannst, Pandora. Also nochmal. Sag Hallo, Rosalinda. Das muss sie sein. Ach, ich glaube, wenn sie dich Ribbit sagen hört, wird sie überrascht sein. Ribbit! Hallo, Rosalinda. Hallo, Ruby. Na, wie ist es dir mit Pandora ergangen? Oh, das ging sehr gut. Bis auf... Bis auf was, Ruby? Naja, ich wollte sie mit etwas ganz Besonderem überraschen. Aber es ist anders gelaufen, als ich es mir gedacht habe. Ich wollte Pandora beibringen zu sagen... Pandora, du hast gesprochen. Das ist ja unglaublich, Ruby. Wie hast du das denn gemacht? Nun, eigentlich wollte ich ihr beibringen zu sagen, Hallo, Rosalinda. Aber es kam anders. Max hat dir beigebracht zu sagen... Überraschung, Ribbit! Max mag Spaghetti.
Fängst du die Spaghetti auf, Ruby? Mach ich, Omi. Ich freue mich schon so darauf, dass Mr. Piazza gleich kommt. Dann können wir endlich mit dem echten italienischen Essen anfangen. Du sagst es. Ich hoffe, er mag Spaghetti. Aber es gibt nicht nur Spaghetti. Es gibt Spaghetti mit Omis besonders pikanter italienischer Tomatensauce. Das wird Mr. Piazza mögen, nicht wahr, Omi? Na ja, das will ich doch sehr hoffen. Ich bin mir ganz sicher. Und weißt du was, Max? Wir wollen Mr. Piazza eine Überraschung bereiten. Wir machen alles so, dass Omis Küche wie ein richtiges italienisches Restaurant aussieht. Du weißt schon, mit einem rot-weiß karierten Tischtuch, dazu passenden Servietten und Kerzen und mit Weißbrot. Du meine Güte, wie spät es schon ist. Oh, Mr. Piazza wird jeden Moment da sein und ich habe mich noch gar nicht zurechtgemacht. Spaghetti. Auf die Spaghetti musst du noch etwas warten. Wenn Mr. Piazza gleich da ist, vermischen wir sie mit Omis besonders pikanter Tomatensauce. Aber vorher müssen wir noch den Tisch decken, damit es hier wie in einem richtigen italienischen Restaurant aussieht. Wusstest du, dass ich Italienisch sprechen kann? Fusilli, rigatoni, ravioli. Spaghetti. Wusste gar nicht, dass du auch Italienisch sprechen kannst. Da ist ein Tischtuch. Spaghetti. So, hier. Bellissimo. Das ist Italienisch und heißt... Max! Spaghetti. Du musst noch warten, bis es Spaghetti gibt. Und du wirst sehen, mit Omis besonders pikanter italienischer Tomatensauce schmecken sie noch viel besser. Mr. Piazza wird gleich da sein. Dann kannst du so viel Spaghetti essen, wie du möchtest. So wie in einem richtigen italienischen Restaurant. Na, wenn das nicht italienisch ist. Aber das ist noch nicht alles. Wir brauchen Gabeln und Löffel, damit wir die Spaghetti wie die Italiener essen können. Weißt du, wie man Spaghetti richtig isst, Max? Ich zeig's dir. Du nimmst ein paar Spaghetti mit der Gabel und dann drehst du sie mit Hilfe des Löffels auf. Und dann steckst du sie in den Mund. Spaghetti! Noch nicht, Max. Ich habe es dir nur für nachher gezeigt. Die Gabeln und die Löffel auf den Tisch legen. Ich habe noch was anderes zu tun. Grazie, Max. Das ist italienisch und heißt Danke. Dieser Salat ist nach dem berühmten italienischen bzw. römischen Anführer Cäsar benannt. Der Cäsar-Salat wird nur in den besten italienischen Restaurants angeboten, musst du wissen. Oh, ich darf nicht die Weißbrotstangen vergessen. Irgendetwas fehlt noch. Spaghetti? Damit warten wir noch so lange, bis Mr. Piazza da ist. Erst dann holen wir die Spaghetti-Mix und vermischen sie direkt hier am Tisch mit Omis besonders pikanter Tomatensauce. Na, ist das nicht aufregend? Ach, alles ist perfekt. So, jetzt brauchen wir nur noch... Spaghetti! Musik! Du deckst weiter den Tisch und ich mache schöne Opernmusik an. Das ist ein Theaterstück, bei dem gesungen wird. Oper ist etwas typisch Italienisches. Mr. Piazza mag Musik über alles. Er singt immer in seinem Gemüsegeschäft. Das hier ist perfekt. Das Häschen von Sevilla. Spaghetti. Ja, toll. Jetzt stimmt wirklich alles.
Das ist Mr. Piazza. Los, schnell. Du machst das wieder sauber und ich mach die Tür auf. Spaghetti. Ich komme. Ich mach schon auf, Omi. Buongiorno, Mr. Piazza. Buongiorno, Ruby. Juhu! Mua. Ciao, Bella! Gefällt Ihnen die Musik, Mr. Piazza? Die habe ich extra für Sie ausgesucht. Oh, danke. Ich liebe Oper. Das ist für mich Italien. Kommen Sie mit. Sehen Sie sich erst einmal den gedeckten Tisch an. Es ist wie in einem richtigen italienischen Restaurant. Mit einem karierten Tischtuch, dazu passenden Servietten und frischen, leckeren Weißbrotstangen. Das klingt bellissimo. Aber du weißt ja, dass es nur eins gibt, was in einem richtigen italienischen Restaurant zählt, Ruby. Ja, ich weiß genau, wovon Sie reden. Hier, bitte sehr, Spaghetti. Oh. Toll gefangen, Max. Du hast die Spaghetti gerettet und sie gleichzeitig mit Omis besonders pikanter Tomatensauce gemischt. Bravo! Bravissimo! Gut gemacht! Und damit können wir zu dem allerwichtigsten Teil kommen. Jetzt genießen wir die Spaghetti! Ja.